Hallo Freunde, heute gibt es mal ein Video von mir außerhalb von Freizeitparks. Ich bin heute auf dem Weg zum MPS in Hohenwestedt. Ich schicke mal den Link hier unten in die Videobeschreibung. MPS steht für Mittelalter Fantasy Spektakel. Ich bin gespannt, ich war noch nie da. Heute ist Montag Familientag, das heißt alles ein bisschen günstiger. Ich bin gespannt. Eine kleine Sache vorweg. Dieses Video wird anders als die anderen Videos, weil ich versucht habe, einfach weniger zu labern, also eigentlich fast gar nicht zu labern. Was mir, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen ist, so wie ich es gerne gemacht hätte. Aber es wird trotzdem gar nicht so schlecht. Dafür kommt am Ende nochmal ein ganzer Part, wo ich laber. Mein Gott, das hat man noch nie. Der Widerspruch schlägt auch. Der Widerspruch schlägt. Und Zusammenbruch, es fehlt nicht viel. Einer unter Ball. Wir sind noch zwei Rennballen vor Ende des Spiels. Was ist hier los? Wo bleibt euer Jubel? Das ist ein wundervoller Kampf. Der rote Erik mit dem Stoß in das Becken von hinten des Gegenspielers. Was eine Scheißaussicht. Jetzt packt er die Schubkarre an. Wenn der Gegner gerade mit der Nase am After ist, das wäre der Moment, nochmal den Afterburner zu zünden. Der rote Erik reitet ein. Bonanza! Aus! So, das waren jetzt die Bilder vom MPS. Ich hoffe, es hat euch bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einfach einen Daumen da, wenn nicht, lasst es bleiben oder gebt einen Daumen runter, mir egal. Genau, lasst von mir aus auch gerne noch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt kommt der Teil, den ich am Anfang schon angekündigt hatte, und zwar, wo ich labern werde, wo ich einfach erzählen werde, wie ich das fand auf dem MPS und was mir gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat.
Und ja, weil ich habe natürlich jetzt hauptsächlich die Turniere und den ganzen Kram gefilmt und weniger, was das sonst noch so war, weil der Rest waren halt einfach Stände, Verkaufsstände, Essensstände und Bühnen und Menschen. So, und bei Verkaufsständen ist halt einfach so, dass viele das nicht wollen, dass man denen irgendwie jetzt die Sachen, die sie verkaufen, abfilmt. Was ich vollkommen verstehen kann, weil das ist ja auch Kunst und das haben die gemacht. Und wenn sie das nicht wollen, dann ist das so und das respektiere ich dann natürlich auch vollkommen. Genau, deswegen habe ich die Stände nicht gefilmt. Dann habe ich die Menschen nicht gefilmt, weil es sind Menschen. So, jeder hat seine Privatsphäre und auch wenn man da in der Gewandung rumläuft, finde ich es jetzt nicht irgendwie so super awesome, wenn man denen jetzt trotzdem irgendwie vor den Mittelpunkt stellt und die Leute dann am Ende sagen, hey, lass das. Wenn man die Leute natürlich so unkenntlich macht, also halt von hinten filmt oder die Gesichter verpixelt, ist es was ganz anderes. Da ist, ich sag mal, das ist die Grauzone. Von hinten filmen mache ich auch, habe ich auch kein Problem mit. Verpixeln ist ja schon wieder so schwierig. Genau. Und die Bühnen habe ich nicht gefilmt, weil hatte ich Musik. So. Die Musik war gut. Gar keine Frage. Aber die Musik kommt ja von der Soundqualität nicht so rüber. Also auf der Kamera nicht so rüber, als wenn man sie jetzt live sieht. Und das ist wirklich der einzige Grund, warum ich die Bühnen nicht gefilmt habe, weil ansonsten die Musik war echt gut. So. Und deswegen habe ich halt nicht die Bühnen gefilmt, sondern halt nur, ja, was ich halt gesehen habe, die Shows. Genau. Das war eigentlich das, was ihr gerade gesehen habt, die Shows. Genau, was habe ich sonst noch so erlebt auf dem MPS? Eine ganze Menge sogar. Genau, es gab Orks zu sehen. Das fand ich ziemlich cool. Dann war auch ein Furry da, heißt das so? Furries? Ich glaube ja, also diese Menschen mit diesem Fellkostüm. Genau. Also halt ganz viele Menschen mit Gewandung, was natürlich auch klar ist. Dann, genau. Also, ich bin jetzt nicht gerade so der intelligenteste Mensch, muss man sagen. Also, ne? Und ich bin die erste Runde rumgegangen, war gerade durch und dann war da so ein Stand mit Aussätzigen. Ich habe das gar nicht so richtig geschnallt bekommen. Und dann war da halt einer, der nicht in den Käfigen war als Aussätziger, sondern halt draußen davor stand. Und der hatte halt so einen Eimer mit Matsch, was Kot erstellen sollte. Und man tauchte seine Hand so in den Matsch und dann komme ich so vorbei und er so, hey, high five. Und ich so, und dann merke ich so, verdammt. Er so, ich würde das nicht essen. Und ich dachte mir so, kacke, ich bin jetzt auch Aussätziger. Das war schon ziemlich witzig. Ja, das war meine erste Runde, die ich da gemacht hatte. Genau, und es gibt einfach so viel zu sehen, dass man halt echt man kann an einem Tag alles sehen. Es wird einem nur nicht an einem Tag jedes Detail auffallen. So, und das ist halt auch so ein bisschen so das, worauf es ankommt, halt auf die Details zu achten. Und die fallen halt an einem Tag echt nicht auf. So, aber wenn man jetzt so Familientag dahin kommt, ne, 15 Euro, geht das voll gut durch. So, ich werde beim nächsten Mal, wenn das in Hohenlock steht, ist das wieder bei mir um die Ecke. Genau, da werde ich wahrscheinlich auch irgendwie versuchen hinzukommen. Da werde ich dann aber auch schon am Samstag oder am Sonntag schon hinfahren. Ja, nachdem ich Zeit habe. Und 30 Euro Eintritt zahlen, weil einfach viel geilere Bands sind. Es sind noch mehr Menschen da. Und das ganze Feeling ist einfach so krass, also awesome. Man fühlt sich da echt so ein bisschen so in die Zeit zurückversetzt und es ist einfach nett. So, es ist nicht irgendwie aufdringlich, so, wir haben jetzt ein Mittelalterfest. Hier, Mittelalter, du musst jetzt in Mittelalterstimmung sein, wie das auf vielen kleinen Mittelalterfesten ist, was ich echt doof finde, um es mal freundlich auszudrücken. Das Feeling ist nicht so aufdringlich, sondern man wird halt einfach in dieses Feeling, dieses Mittelalter-Feeling mit reingenommen und ich sag mal, es ist ein Erlebnistag, ein Erlebnisfestival und nicht so
so wie die kleineren, so hier, Mittelalter. Manche Mittelalter-Festivals sind ja auch so hier, ja, ein paar Stände, Musik, Kinderanimation, bitteschön. Das ist aber halt überhaupt nicht so, sondern halt die Kinderanimation ist witzig, finde sogar ich als Erwachsener, gut, ich bin auch ein bisschen, aber ich finde es trotzdem witzig. Dann, die anderen Shows sind richtig gut. Die Filmpferde, die ich euch gezeigt habe, das weiße Pferd war schon in Ostwind zu sehen und war es auch dasselbe Pferd wie in Wendy, auf jeden Fall das eine Pferd war auch in Wendy und bei Bibi und Tina war das eine dann auch noch. Also das waren halt echt Filmpferde da und das fand ich halt schon ziemlich cool. Ja. Also wenn es halt bei euch in der Nähe ist, liegt hier unten nochmal in der Videobeschreibung, guckt euch die Daten an. Ich kann es nur empfehlen, halt einfach mal was anderes als ein Freizeitpark, wo man, also ich halt irgendwie so gefühlt jedes zweite Wochenende bin, also fast jedes, einfach was anderes, was halt echt cool ist. Ist halt echt was anderes, aber halt echt cool. Genau, das war es dann von mir. Habe jetzt eine Sache noch vergessen. Und zwar, ein Kumpel von mir macht gerade Work and Travel in Neuseeland und hat jetzt gerade so eine Neuseeland-Tour gestartet, wo er halt einfach nur mal so einen Roadtrip macht und der war jetzt in den Low Wormholes. Das Video empfehle ich euch hier oben. genau. Ansonsten gibt es heute mal keine Befragung. Aber wie gesagt, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten subscriben, um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.